Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, Guten Morgen. Wow. Oh, yay. Morgen. Guten Morgen. Oh, mir ist gut, oder? Ah, dass wirklich einfach nur ein Irrtum im Geist erlöst wird. Echt. Idee, dass wir wirklich irgendwas anderes aus uns machen können, als die zu sein, wie Gott uns schuf. Echt. Was für eine Dankbarkeit. Ich finde es, ich meine, ich wiederhole mich. So. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für diesen Weg. Ich bin so dankbar, dass Gott uns augenblicklich so diese Stimme als Erinnerung gegeben hat, dem Heiligen Geist, die, wenn wir bereit sind zu hören, uns gegenwärtig erinnert, hey, du bist so geliebt, so gehalten, so sicher, so gewollt, so vollkommen. Und dass wir das wirklich hier nur erfahren, indem wir es geben, um es wirklich ehrlich zu empfangen, tiefer. Dass wir wirklich nur sagen können, okay, ich bin echt bereit. Ich bin bereit, mich wieder in deinem Plan wiederzufinden, Gott. Ich bin bereit, dieser inneren Stimme zu folgen, die mich erinnert, wer ich wirklich bin. Und dass dieses Einssein mit allen, so ich liebe dich, Vater, und ich liebe deinen Sohn, in dem lieben wir uns, wer wir gegenwärtig wirklich sind. Da lieben wir uns. Wir kennen uns ja wirklich im Licht, in dieser Liebe wieder, die in uns und um uns herum ist. Und das, was wir erlöst sein lassen, das, was wir vergeben, ist ja meine Idee von Trennung, ist meine Projektion. Darum sagt Jesus, ist es im Endeffekt so, dass jede Vergebung eine Selbstvergebung ist. Ich vergebe immer mir, weil ich in meinem Geist die Bilder gegeben habe, weil ich die Welt immer wieder dazu benutze, sobald ich mich oder jemand anderen als schuldig, sündig wahrnehme, benutze ich ja die Welt dazu, mir die Trennung zu beweisen. Und da sagt ja Jesus Christ Superstar, hey, hey, bitte mich, bitte den Heiligen Geist und lass dich wirklich berichtigen, ehrlich. Lass dich, wenn es gerade da ist, durch die Angst führen, damit du in der Liebe landest, dich wieder erfährst. Ich finde das wirklich, ich finde es so, so, wirklich so, so liebend. Wir sind wirklich, ich habe das Gefühl gerade, dass wir wirklich in so einer Liebeswelle ewig sind, die uns wirklich immer wieder einfach nur erinnern will, hey, hör auf zu versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Kannst dich nicht trennen. Du bist für ewig eine Wirkung Gottes. Du kannst als Tropfen das Meer nicht verlassen, als Wassertropfen. Du kannst dich nicht wirklich trennen. Du wirst immer wieder landen. Und danke, echt. Danke, 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 danke. Danke, dass wir uns nur erinnern hier, wer wir wirklich sind. Und dass das so eine Freude, dass wirklich so eine Freude, so eine Liebe, so wirklich ein, je mehr ich erfahre, dass die Welt nicht wirklich ist, umso angstfreier kann ich natürlich hier sein. Weil ich weiß, es geschieht niemandem wirklich etwas. Jeder Augenblick ist mein Üben. Jeder Augenblick ist der Heilung, der Erinnerung gewidmet. Das ist ja, wenn wir wirklich sagen, hey, Heiliger Geist, ich will dich als Lehrer, als Lehrerin.
dass es ja was geschieht, dass ich wirklich in jedem Augenblick weiß, okay, wow, das ist gerade mein Augenblick der Heilung. Und wenn ich was anderes wahrnehme, glaube ich gerade dem Ego mehr. Und damit easy zu sein, das nicht zu verteidigen, das nicht zu verdrängen oder die Idee zu haben, hey, hier muss irgendwie einer schneller sein als wie der andere. Wir sind sowieso immer gegenwärtig. Und gegenwärtig ist uns alles gegeben. Daher erinnern wir uns ja daran, dass es gar keine Zeit und gar keinen Raum gibt. Dass dieses Ganze, was ja im Ego ist, wer ist hier der Erfolgreichste, wer ist der Schnellste, wer ist dies, wer ist das, dass das der Irrtum ist. Weil wir jetzt gegenwärtig unseren Vater lieben und seinen Sohn. Und ich finde das so, dieses Ganze, das zu bemerken, auch wenn mich jemand um Hilfe bittet und mein Ego sagt, und schon längst das andere geschieht, weil wir unsere Natürlichkeit, wir können uns ja irgendwann gar nicht mehr zurückhalten, weil wir uns ja nicht mehr begrenzen wollen. Weil wir merken, hey, okay, in Begrenzung bin ich immer voller Angst. In Begrenzung kann ich sofort krank werden. In Begrenzung kann ich sofort schlecht draufkommen. Und weil das nicht unsere Wahrheit ist, weil das nicht unsere Natur ist. Wir sind ja reiner Geist. Wir haben uns in einem Augenblick in diesem Mitschöpfer Gottes sein, haben wir uns verschöpft. Eine Fehlschöpfung. Und das schützen wir. Wir sind nicht bereit, das loszulassen und uns einfach wiederzufinden, um dann wieder ausgedehnt zu sein. Und das üben wir ja hier, dass das unsere Wirklichkeit ist, dass das unser Wille ist. Und darum üben wir das hier, indem wir uns, meine Erfahrung gerade, wirklich wieder in den Dienst Gottes stellen. Natürlich will ich unter deinen Dienern, Dienerinnen sein. DienerInnen will ich sein. Auf jeden Fall. Weil was will ich sonst hier, wenn du mir ein Glück versprichst, was unvorstellbar ist? Ein Frieden ohne Gegenteil. Eine Liebe, die bedingungslos ist. Und wir können Liebe nicht bedingungslos machen, sondern wenn wir im heiligen Augenblick, wenn wir wirklich in dieser Liebe Gottes sind, da können wir keine Bedingung finden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir können nicht, das sagt Jesus ja, du musst nichts selber machen. Das ist immer noch der Versuch zu kontrollieren. In der Liebe, die dich mit Gott verbindet, da kannst du keine Bedingung finden. Darum ist sie bedingungslos. Nicht, weil ich versuche, das nicht mehr wahrzunehmen, sondern weil ich so tief vergebe, alle Illusionen, alle Zeitraumideen von Verletzung, von Schuld, von Sünde, von Opfer, von Täter. Und dann bin ich diese Liebe. Und wir erlangen ja gerade den Frieden. Kapitel 19, das Erlangen des Friedens. Und da haben wir ja Hindernisse aufgebaut vor diesem Frieden, weil wir Frieden sind. Wir sind das. Wir sind in Wahrheit im tiefen Frieden. Als Teil des Ganzen. In meiner Wehrlosigkeit liegt meine Stärke, wenn ich weiß, hey, ich muss hier nichts verteidigen. Ich muss mein Herz nicht schützen, nicht verschließen vor irgendjemandem hier, weil ich immer mir selbst begegne, in jeder Begegnung, in jeder Beziehung. Und diese Hindernisse, die wir im Geist davor gesetzt haben, das war das erste Mal der Wunsch, den einfach loszuwerden. Weg. Und es ist natürlich unmöglich. Wir können das, was wir wirklich sind, nicht loswerden.
Darum ist ja die Ebene, auf der ich mich wahrnehme im kriegerischen Zustand, darum wird das als Traum, als Illusion beschrieben. Weil sobald ich in Gott im heiligen Augenblick bin, im Meet and Greet, dann bin ich im Frieden, dann bin ich in der Liebe. Und Frieden ist ja Stille und Frieden ist aber auch totale Lebendigkeit. Und das nicht zu kontrollieren. Und diese ganzen Hindernisse, die wir da vorsetzen, und jetzt sind wir das zweite Hindernis, der Körper, der Glaube, der Körper sei wertvoll um dessen Willen, was er bietet. Und da sind wir jetzt hier auf Seite 414, wenn ich es richtig gelesen habe. Klein 7, passt das? Gehen alle mit, d'accord? Und da steht. Ich danke. Danke, ich danke, dass wir uns alle erinnern. Danke, dass wir uns alle erinnern und dass wir immer mutiger sind, oder? Wirklich immer mutiger in dieser Hingabe, egal wie, mit nichts mehr recht haben zu können und zu wollen, mit jedem Urteil, was ich immer wieder zwischendurch fälle, mich wirklich bereit sein, augenblicklich erlöst sein zu lassen, das zu vergeben, darum geht's ja. Oh, da steht, von deiner heiligen Beziehung aus verkündet die Wahrheit und die Liebe schaut auf sich selbst. Wow. Die Erlösung fließt aus der Tiefe des Zuhauses, das du meinem Vater und mir angeboten hast. Yay. Und das bieten wir ja an, das sagt Jesus ja, wenn du Heiligkeit in deine Beziehung einlädst, ist sie augenblicklich da. Augenblicklich, weil es keinen Zeitraum gibt. Das, was wir dann noch sehen als Reflex, die Vergangenheit, das vergeben wir. Ich vergebe mir, dass ich immer noch die alten, vergangenen Bilder sehe, die Projektion. Nur die Heilung ist augenblicklich gegeben. Das hatten wir ja auch schon mal, das sagt Jesus ja. Wenn du um Heilung bittest, die Heilung ist dir augenblicklich gegeben. Du siehst nur noch die, so gesehen, die Schatten von Vergangenheit. Und wir sind dort beieinander in der stillen Kommunion, in der der Vater und der Sohn verbunden sind. O kommet ihr Gläubigen zur heiligen Vereinigung des Vaters und des Sohnes in euch. Danke. Halte dich von dem nicht fern, was dir in Dankbarkeit dafür angeboten wird, dass du dem Frieden sein Zuhause im Himmel gegeben hast. Und das geschieht in uns, in unserem Geist, einfach durch unsere Bereitschaft. Und die Bereitschaft, mit der Bereitschaft signalisiere ich, ich will das, was ewig in mir geschieht, geschehen lassen, sodass ich das wahrnehmen kann. Ich will alles, was ich sonst wahrgenommen habe, ich will mir nichts mehr glauben. Ich will Andrea Hanheide und der Trennung keinen Glauben mehr schenken. Das ist ja die Bereitschaft zur Vergebung. Und ich lasse das, was geschieht, geschehen. Sende die frohe Botschaft vom Ende der Schuld in die ganze Welt hinaus. Und die ganze Welt wird dir Antwort geben. Die ganze Welt wird uns Antwort geben, weil ich immer da draußen den Gedanken wahrnehme, den ich in mir hege. Denk an dein Glück, wenn jeder dir das Zeugnis für das Ende der Sünde schenkt und dir zeigt, dass ihre Macht für alle Zeit vergangen ist. Wo kann Schuld sein, wenn der Glaube an die Sünde vergangen ist? Und wo der Tod, wenn sein großer Fürsprecher nicht mehr gehört wird. Wow. Und die Idee von Sünde,
mit der ich mir ja die Welt beweise, es gibt hier irgendjemanden, ein Teil von mir oder ich, ein Teil in mir kann wirklich bösartig wirklich sein. Das ist ja die Idee von Sünde. Die Trennung von Gott im Geist hat wirklich stattgefunden. Darum haben wir ja auch gelesen, und das hat Jesus erklärt, das ist ja auch super, so diesen Irrtum und Sünde, der Heilige Geist braucht, dass du anerkennst, dass es ein Irrtum ist, dass es ein Fehler ist, zu glauben, dass du getrennt bist, zu glauben, dass es mir irgendetwas bringt, wenn ich hier andere so behandle, wie ich selber gar nicht behandelt sein will. Dass mir Rache, wenn ich Leid erlebt habe im Zeitraum, dass mir Rache wirklich irgendeine Genugtuung, ein Glück bringen kann. Das ist ja das, was alles erlöst sein will, diese ganzen Fehler. Und der Heilige Geist braucht das für uns im Geist als Fehler deklariert. Das haben wir ja gelesen auch. Und das Ego baut auf Sünde, dass hier wirklich jemand abgrundtief schlecht ist und dass das wirklich ist. Und als Irrtum ist es, okay, wow, ich habe mich dafür hier im Traum gehalten und das ist nicht wirklich und es ist augenblicklich erlöst. Ich bin augenblicklich in der Gegenwart und in der Liebe Gottes. Damit wird jegliches, auch wenn wir uns anderen gegenüber so verhalten, wie wir es eigentlich gar nicht wollen, wird augenblicklich wirklich ad absurdum geführt, dass das nicht augenblicklich vergeben erlöst sein kann. Dass ich nicht augenblicklich mit irgendeinem Verhalten hier davon erlöst sein kann, von irgendwelchen Mustern, Konditionierungen. Sünde ist die Idee, dass irgendwas stärker ist als wie Gott. Und wir müssen das als Irrtum anerkennen, dass wir uns nie im Geist getrennt haben, dass diese Liebe, dass das Herz Gottes in meinem Herzen immer, ewig da ist. Und das alles vergeben und berichtigt sein zu lassen, mich augenblicklich in diesem Licht wahrnehmen, da sein lässt. Das ist damit gemeint, es braucht keine Zeit, weil es keine Zeit gibt, weil Gott nicht zeitgebunden ist. Und genau, denke an dein Glück, wenn jeder dir das Zeugnis für das Ende der Sünde schenkt und dir zeigt, dass ihre Macht für alle Zeit vergangen ist. Das heißt, wir sind augenblicklich, wenn es in meinem Geist geschieht, dann sind augenblicklich in meiner Wahrnehmung alle frei, sich jetzt an Gott zu erinnern, egal was sie gerade gedacht haben, was ich gerade gedacht habe, wer sie sind und wie tief sie verstrickt sind. Das ist damit gemeint. Das sind Wunder. Wunder sind natürlich. Natürlich sind wir alle liebend in Gott. Wir wollen hier nur lieben, nichts anderes. Alles andere ist ein Missverständnis, ist ein Irrtum im Geist. Ich habe jetzt letztens jemanden getroffen, der wirklich dachte, dass er böse ist. Und als wir in dem Gespräch, habe ich dann verstanden, was im Kurs beschrieben ist, dass das Ego wirklich die Sünde braucht. Dass wir im Ego brauchen wir wirklich, um das zu halten, weil die Anziehungskraft der Liebe so viel stärker ist. Wahrheit kämpft nicht, weil sie in uns wirkt. Und wenn ich sagen will, ich bin wirklich böse, dann ich bin getrennt von Gott, ich widersetze mich der gegenwärtigen Liebe. Das ist ja das Ego, das ist die Idee von Sünde. Und wenn das ein bisschen bröselt, wenn wir einfach nur bereit sind, das in Frage zu stellen, dann lassen wir dem Raum, wer wir wirklich sind. Dann ist sofort Liebe und Licht da, weil wir uns nicht mehr dagegen wehren. Das ist ja Vergebung. Ich wehre mich nicht gegen mein wirkliches Selbst. Ich verliere die Angst davor. Genau, wo kann Schuld sein, wenn der Glaube an die Sünde vergangen ist, dann ist gegenwärtig immer wieder alles vergeben. Und wo der Tod, wenn sein großer Fürsprecher nicht mehr gehört wird. Und dann zu erfahren, okay, wow,
ich bin ewig, dann erinnert, dann lasse ich mich erinnern, dass ich ewig bin. Dass in mir ein Sein ist, was wirklich unberührt von Zeitraum ist, was nicht altert, was einfach ist, gegenwärtig. Und da sind wir ja frei. Vergib mir deine Illusionen und befreie mich von der Strafe für das, was ich nicht tat. So wirst du die Freiheit erlernen, die ich lehrte, indem du deinen Bruder Freiheit lehrst und mich dadurch befreist. Ich bin in deiner heiligen Beziehung, du aber setzt mich hinter den Hindernissen gefangen, die du der Freiheit entgegenstellst und versperrst meinen Weg zu dir. Es ist indes nicht möglich, den fernzuhalten, der schon da ist. Danke. Und in ihm ist es möglich, dass unsere Kommunion, in der wir schon verbunden sind, der Brennpunkt der neuen Wahrnehmung sein wird, die der ganzen Welt in dir enthalten Licht bringt. Wow. Wow. Danke. Danke. Und uns da erinnern lassen. Dass Jesus zum Christus geworden ist, hier um aufzuzeigen, hey, alle im Irrtum, alle im Irrtum. Hier passiert niemandem etwas. Es ist nur die Form, die irgendwann losgelassen wird. Es ist nur die Form, die veränderlich ist. Es ist nur der Inhalt, der wir sind in Gott, ist ewig strahlend, ist ewig leuchtend. Und so wird es natürlich in mir, in meinem Geist berichtigt. In mir, in meinem Geist begegne ich dem Christus in mir. Und lass mich belehren, lass mir aufzeigen. Und da ich immer mein Geisteszustand draußen sehe, nehme ich plötzlich immer mehr wahr, dass in jeder Begegnung, in jeder Beziehung, in jedem Körper, den ich wahrnehme, der Christus ist. Ein Teil meiner selbst. Und das geschehen zu lassen, weil es einfach schon geschieht die ganze Zeit. Das sagt das hier aus. Wir sind schon in Kommunion. Wir sind verbunden. Wir sind das. Und diese Hindernisse immer bereiter sein zu lassen, die anzuerkennen, zu suchen und zu finden und zu sagen, okay, wow, ja, wow, hier ist gerade ein Bild, keine Ahnung, wo, mit wem man gerade ist, eine Freundin mit einer Beziehung, Eltern, Kindern. Ich glaube, gerade dieses Bild muss ich aufrecht erhalten, was ich dir gegeben habe. Herr Jesus, Heiliger Geist, ich brauche hier mal gerade Hilfe. Weil das kann ja nicht sein. Ich bin ja gerade voller Angst, wenn ich glaube, ich muss ein Bild aufrechterhalten, was ich irgendjemandem gegeben habe. Ich muss das Hindernis da sein lassen. Und dann für einen Augenblick zu bitten, hey, das will ich vergeben sein lassen. Für einen Augenblick. Und dann zu erfahren, was geschieht. Und es geschieht ja immer. Diese Wunder, die bringen ja immer mehr Freude und immer mehr Liebe und immer mehr Vertrauen in unsere innere Führung. Dass der Heilige Geist, dass Jesus Christus wirklich komplett unser Glück will. Und danke. So wirst du die Freiheit erlernen, die ich lehrte. Indem du deinem Bruder Freiheit lehrst und mich dadurch befreist. Und das ist alles in meinem Geist, dass es immer um die Auferstehung geht. Dass es gar nicht anders sein kann. Yay, und dann kommen wir zu klein A, die Anziehungskraft des Schmerzes.
Anziehungskraft des Schmerzes. Dein kleiner Teil besteht nur darin, dem Heiligen Geist die ganze Idee des Opferns zu übergeben. Yay. Das ist unser kleiner Teil. Das ist ja übersichtlich, oder? Scheinbar. Dein kleiner Teil besteht nur darin, dem Heiligen Geist die ganze Idee des Opferns zu übergeben und den Frieden anzunehmen, den er stattdessen gibt. Ohne die Begrenzung, die seine Ausdehnung zurückhalten und damit dein Gewahrsein seiner begrenzen würden. Die Idee des Opferns, das sagt Jesus ja, dass die so elementar in unserem Geist ist. Dass wir die Idee haben, wir müssen opfern. Nur das Ego hat ja die Idee von Opfer. Ich muss meinen gesunden Menschenverstand opfern, weil ich doch weiß, wer hier schuldig ist, weil ich doch weiß, was hier im Zeitraum richtig ist. Und das ist ja damit gemeint, mit nichts mehr recht haben zu wollen, weil wir gar nicht wissen, wer wir sind. Mit nichts mehr recht haben zu wollen, weil wir diese ganze Orchestrierung überhaupt nicht verstehen. Anzuerkennen, okay, wow, ich sitze, sobald ich auf dem Thron Gottes sitze und sage, hey, ich kann über dich urteilen. Und es geht ja sehr schnell. Und darum brauchen wir so eine immense Ehrlichkeit. Solange ich glaube, ich kann hier über jemanden urteilen, dann bin ich augenblicklich in Angst, sitze auf dem Thron Gottes. Und das zu erkennen, hey, das ist gar nicht mein Wille. Darum geht es ja, bei der Idee des Opferns aufzugeben. Das ist gar nicht mein Wille. Das ist gar nicht das, was ich will. In Wirklichkeit will ich hier geben. In Wirklichkeit will ich hier, dass wir alle glücklich sind. In Wirklichkeit will ich den Frieden Gottes hier mit allen teilen. In dem geben wir ja die Idee des Opferns auf. Weil wir anerkennen, hey, pff, das ist das, was ich in mir finde, wenn ich allen alles vergebe. Dass ich nur jetzt in diesem Augenblick bin. Und Jesus sagt ja auch, hey, in jedem Urteil opferst du in Anführungsstrichen, weil wir es nicht wahr machen können, in Anführungsstrichen, die Wahrnehmung des Königreich Gottes in dir. Und das aufzugeben, dass wir hier irgendetwas opfern und den Frieden anzunehmen, den er stattdessen gibt, ohne die Begrenzung, die seine Ausdehnung zurückhalten und damit dein Gewahrsein seiner begrenzen würden. Denn was er gibt, das muss ausgedehnt werden, wenn du dessen grenzenlose Macht haben und sie für die Befreiung des Gottessohnes nutzen willst. Und diese Ausdehnung, und das ist ja wirklich egal, was das Ego sagt, wir im Heiligen Geist sind wir so inspiriert, für alle zu geben, oder? Kennt ihr das? Diese ganzen Ideen im Heiligen Geist, wie du hier so gesehen Zeuge, Zeugin für Gott bist, das ist ja damit gemeint. In dem opfern wir gar nichts, wir gewinnen alles, wir vertrauen wieder. Wir haben, Jesus sagt ja, du hast dir Angst vor deinem wirklichen Selbst gemacht. Das wird berichtigt, dass wir hier nichts begrenzen müssen, gar nichts kontrollieren, dass wir in der inneren Führung sind. Und das ist für das Ego natürlich erstmal scheinbar bedrohlich. Und wir wissen ja, alles, was das Ego sagt, wenn wir uns Gott hingeben, geschieht komplett das Gegenteil. Wenn das Ego sagt, hey, das wird schrecklich, wird es wundervoll, oder? Kennt ihr das nicht? Wenn das Ego sagt, du verlierst alles, gewinnen wir plötzlich alles, weil wir erfahren, okay, wow, mir ist alles gegeben. Das ist ja damit gemeint. Wir verlieren nichts, wir gewinnen alles.
Denn was er gibt, das muss ausgedehnt werden, wenn du dessen grenzenlose Macht haben und sie für die Befreiung des Gottessohnes nutzen willst. Und das ist Wunderwirken. Das ist Wunderwirken, Kranke heilen, Tote aufwecken. Und das ist immer, Tod ist ja schon, wenn ich will irgendwas anders haben. Das war ja so Corona. Corona war ja wirklich wie so ein Anhalten. Wir halten alle mal inne und schauen, lebe ich das Leben, was ich leben will? So, das ist ja bei ganz vielen geschehen, oder? Mache ich wirklich das? Und dann war bei einigen die Idee, ich möchte, dass es wieder so ist wie vorher. Und das ist so gesehen die Idee von Tod. Weil wir sind in jedem Augenblick als Kind Gottes, sind wir in jedem Augenblick transparent transformiert in eine immer tiefere Erfahrung dessen, wieder Mitschöpfer Gottes zu sein. Da kann ich nichts halten. Sobald ich was halten will, sage ich Nein zu Gott und stelle mich tot, weil diese Lebendigkeit Gottes mich natürlich durchdringt, wie alle anderen auch. Erlösung ist ja nichts Magisches oder Abracadabra. Das sind wir ja alle. Wir sind alle der Sohn Gottes. Und wir können da jetzt drum bitten, hey, ich will das tiefer in mir erfahren, wie ich in dir gemeint bin. Heiliger Geist, ich will tiefer erfahren, dass du die Antwort Gottes in mir bist. Und dass, wenn ich dir folge, wenn ich dir traue, aus einem Albtraum geführt werde in einen glücklichen Traum, aus dem ich lachend erwachen werde. Das ist das, was im Kurs steht. Und natürlich will ich mich berichtigen lassen in jedem Augenblick von dir. Natürlich will ich anerkennen, wenn ich traurig bin, dass Gott das nicht für mich will, auch wenn ich es nicht weiß, wie ich es ändern soll. Das muss ich ja auch gar nicht. Das ist ja damit gemeint. In diesem Üben sind wir ja. Natürlich will ich den Gottessohn befreien und will diese grenzenlose Macht erfahren, die ich selber in Begrenzung mir natürlich überhaupt nicht vorstellen kann. Wie soll es anders sein? Darum können wir uns ja nur hingeben an irgendeiner Stelle, weil wir schon sind, wie Gott uns schuf. Weil wir die Begrenzung loslassen. Ich lasse Andrea Hanheide als Idee los. Ich lasse die Vergangenheit als irgendetwas, was meine Wirklichkeit ist, los, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist ja das, was geschieht. Und dass das geschieht und dass wir das geschehen lassen können, das lässt mich jeden Morgen so gesehen irgendwie geistig sowieso lachend aufwachen. Und wirklich darum zu bitten, und ich habe das im Moment auch wieder ganz intensiv, dass Jesus nachts irgendwie, wir können uns ja in jedem Augenblick unterweisen lassen. Wir können ja sagen, hey, ich will in deiner Nachfolge sein. Ich will das wirklich, ich will mir das alles, ich will mich berichtigen lassen von dir und erfahren, dass ich der Christus bin. Das ist ja das Großartigste, finde ich, was einem hier oder was mir auf jeden Fall begegnen konnte, dieser Kurs, den Jesus irgendwie für mich einfach nochmal reingegeben hat, weil die Welt einfach müde ist und weil wir uns so schwer tun, loszulassen. Das sagt er hier ja auch. Du musst ehrlicher sein, als wie du es gewohnt bist. Es ist nicht so einfach für uns, sonst hätten wir es getan. Wir haben Angst. Wir haben Angst vor dem Selbst in uns, in dem wir großartig sind. Weil wir müssen die Kleinheit loslassen. Wir haben ja alle ebenbürtig, gleichermaßen strahlend, unversehrt, unschuldig gebend, einen Teil, den nur du geben kannst. Genau. Es ist nicht dies, das du loswerden möchtest. Und da du es hast,
kannst du es nicht begrenzen. Danke. Wir können es nicht begrenzen, nicht in Wahrheit. Wir können das nur träumen. Und darum träumen wir einen Albtraum. Und darum träumen wir einen Traum, weil wir versuchen, es zu begrenzen, was anderes aus uns zu machen. Darum träumen wir, dass wir hier sterben, dass wir hier leiden können, dass wir hier was verlieren können. Und in Wahrheit ist das unmöglich. Darum sagt Jesus, ey, hör auf, das zu versuchen, das Unmögliche. Du kannst dich nicht verändern, nicht als Kind Gottes. Du kannst dich nicht trennen. Wenn der Frieden obdachlos ist, dann bist auch du es. Und ich bin es auch. Und er, der unser Zuhause ist, ist mit uns obdachlos. Und das ist ja die Erfahrung, wenn wir an die Trennung glauben, oder? Dann glauben wir, Gott ist nicht da. Wir können uns ja wahrnehmen so. Ich nehme mich ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ohne Gott wahr. Und das ist, können wir nie wirklich machen. Wir können es nur uns vorstellen. Ist das dein Wunsch? Fragezeichen. Ist das dein Wunsch? Meiner ist es nicht. Und? Willst du immer da ein Wanderer auf der Suche nach dem Frieden sein? Möchtest du deine Hoffnung auf Frieden und auf Glück in etwas investieren, was versagen muss? Und es muss versagen, weil wir in Gott sind. Es muss versagen, weil wir so geliebt sind. Ist doch flashy. Und das ist ja auch diese Geschichte da von Osho. Kennt ihr die von diesem hingebungsvollen Sucher, der sein ganzes Leben, dem hingegeben hat, Gott zu suchen? Und dann kommt er an die Tür, da steht Gott drauf, so ist das Bild. Und er weiß, wow, wenn er diese Tür aufmacht, dann wird seine Suche ein Ende haben und er hat gefunden. Und dann steht er kurz davor. Dann zieht er die Schuhe aus, dreht sich leise um und schleicht davon, weil er denkt, oh, was wird passieren, wenn ich nicht mehr suche? Und das ist diese Angst, die da beschrieben wird, die Angst, die wir gemacht haben vor Gott. Wir sind bereit zu suchen und darum sagt Jesus, du musst bereit sein zu suchen und auch zu finden mit mir. Da geht es zwar um die Illusion und... Aber das ist so damit gemeint. Wir verschieben es immer wieder. Wir verschieben es immer wieder. Das sagt Jesus ja. Du machst Zeit, weil du vergessen hast, wer du bist. Du machst Zeit, weil du dich wirklich für das Ego hältst. Und das ist nur das Hindernis. Du wirst es nie wahr machen können. Das kannst du nur träumen. Und das träumen wir scheinbar seit Millionen von Jahren. Und dann steht da, der Glaube an das Ewige ist immer gerechtfertigt. Denn das Ewige ist immer da, gütig, unerschöpflich in seiner Geduld und gänzlich liebend. Es wird dich gänzlich akzeptieren und dir Frieden geben. Wow. Es kann sich aber nur mit dem vereinen, was in dir bereits in Frieden und unsterblich wie es selbst ist. Es kann sich nur mit uns vereinen in dem, was wirklich ist, unsterblich und im Frieden, als Kind Gottes, als Teil des Ganzen. Wow. Der Körper kann dir weder Frieden noch Aufruhr, weder Freude noch Schmerz bringen. Er ist ein Mittel und kein Zweck. Er hat von sich aus keinen Sinn und Zweck, sondern nur den, der ihm gegeben wird. Genau. Und das ist unsere Entscheidung im Geist. Wie will ich mich da belehren lassen? Und es ist ja spannend. Es ist ja total spannend, das mit dem Körper, oder?
Der Körper wird genau als jenes Mittel erscheinen, mit dem du das Ziel erreichen kannst, das du ihm zuweist. Nur der Geist kann ein Ziel festsetzen und nur der Geist kann die Mittel sehen, um es zu erreichen und ihre Verwendung rechtfertigen. Friede und Schuld sind beides Verfassungen des Geistes, die man erlangen kann. Und diese Verfassungen sind das Zuhause jenes Gefühls, das sie hervorruft und das deshalb mit ihnen vereinbar ist. Okay, der Glaube an das Ewige am Anfang. Wir können nur sagen, okay, wow, hey, ich will mich erinnern lassen, wer ich wirklich bin im Geist. Jesus, du sagst, hey, verbinde dich mit mir geistig in der Auferstehung. Das will ich immer wieder tun. Das will ich immer wieder geschehen lassen. Und augenblicklich bin ich, es gibt keine Zeit, kein Raum, augenblicklich bin ich erinnert. Und was vielleicht aufsteigt, sind die Hindernisse, die ich davor gestellt habe. Darum müssen wir urteilsfrei üben, sagt Jesus. Alles das, was aufsteigt, steigt auf, um als Illusion erkannt zu sein, um zu gehen. Mach kein Urteil drauf, egal was für ein Hass aufsteigt, du musst irgendwann dem Mörder in dir begegnen. Und das ist ja das, was gerade geschieht bei uns allen. Ne? Der Sohn Gottes erinnert sich, das ist ja auch das, was gerade alle sagen, sei es astrologisch, seherisch und, alles steigt auf. Das ist einfach, in dem sind wir gerade. Die Frage ist, greife ich in dem danach, ich glaube, ich bin das oder weiß ich, es geht darum, alles aufsteigen zu lassen, damit ich mich in dem erfahre, in diesem Frieden, in dieser Unsterblichkeit, dass ich mit allem wieder verbunden bin, mit jedem Inhalt in jeder Form. Das ist ja das, was geschieht. Ich lasse die Hindernisse aufsteigen und da haben ja gerade alle mit zu tun. Und darum ist es ja auch gut, gerade sich die Hand zu reichen, sich zusammenzutun, in Gruppen zusammenzuschließen, um sich zu erinnern, hey, das ist gerade unser intensives Lernen miteinander. Lassen wir das nicht zu groß werden, fangen wir keinen Krieg an, weil mir irgendetwas zu unangenehm ist, was aufsteigt und ich sage, nee, das warst du, du hast mir das angetan und darum bin ich so. Das ist ja das, was das Ego macht. Und wir, die wir gesagt haben, hey, Heiliger Geist, belehr du mich, vertrauen einfach immer tiefer. Wir können nichts anderes gerade machen, als immer tiefer zu vertrauen. Okay, wow, das ist unser gegenwärtiges Üben. Wir üben gerade, diesen Frieden in uns zu erfahren. Und der Körper, wenn wir uns mit dem Körper gleichsetzen, dann sind wir ja immer ganz schnell in Angst, ihn verlieren zu können und wir sind bereit, anderen die Schuld zu geben. Nur das ist ja hier, Friede und Schuld sind beide Verfassungen des Geistes, die man erlangen kann. Und wenn ich glaube, ich bin der Körper, wenn ich glaube, mein Leben hängt an diesem Körper, das ist ja damit gemeint, ich bin kein Körper. Wir haben einen Körper, das sagt Jesus ja auch. Und wenn du den nur zur Kommunikation sein lässt, wenn du den nicht zum Angriff benutzt, für dich und für andere, dann wird der einfach so funktionieren. Das ist ja damit gemeint. Ich lasse den einfach sein. Natürlich versorge ich den gut. Wie sollte es auch anders sein, wenn das mein Kommunikationsmittel ist? Das ist ja damit gemeint. Es geht ja nicht darum, den zu erniedrigen. Das haben ja auch einige versucht im Zeitraum und sind damit ja auch nicht weitergekommen. Darum sagt Jesus ja, der ist neutral. Das ist einfach nur dein Kommunikationsmittel. So. Und da uns da belehren zu lassen und zu sagen, hey, was heißt denn das, Neutralität des Körpers? Das will ich, erklär mir das. Und wo führt mich das hin? Das ist ja hier so diese gegenwärtige Erlösung. Diese Verfassungen sind das Zuhause, Friede und Schuld oder Schuld, jenes Gefühls, das sie hervorruft und das deshalb mit ihnen vereinbar ist.
Genau, und dieses Vereinbar ist, das wird, glaube ich, danach dann auch noch mal näher beschrieben. Und im Geist das festzusetzen. Okay, wow, Heiliger Geist, ich will mich von dir belehren lassen. Hey, du lehrst mich hier, Jesus lehrt mich, dass ich nicht der Körper bin, dass ich einen habe. Das will ich geschehen lassen. Ich will den Körper mehr und mehr neutral sein lassen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe dann auch Jesus gefragt letztes Jahr. Und dann hat er mich dieses Jahr zum Qigong geschickt. Und in dem Qigong, in dem ich bin, da geht es darum, so zu üben, dass Zeitraum erlöst ist und du nur noch in dieser Gegenwärtigkeit bist und erfährst, dass der Körper nicht wirklich ist und dass das nur ein Gedanke ist und dass der wirklich nur folgt dem Denken, der Zielsetzung. Und dann habe ich gedacht, wow, danke Jesus Christ. Bin ich total schlecht, in irgendwelchen Übungen ständig zu machen. Es ist einfach für mich nochmal ein gutes Üben und es ist genau darum geht, da. Und da zu vertrauen. Erst habe ich gesagt, ja, Qigong ist aber nicht Kurs. Und Jesus hat gesagt, hey, vertrau doch einfach. Wo du glaubst, wo du Heilung findest, da findest du sie ganz oft nicht. Lass dich führen. Und das geschehen zu lassen, hey, wo kann ich das, worum geht es da für mich? Und selbst wenn er uns irgendwo hinschickt, wo wir einfach nur andere Leute unterstützen sollen, oder. Du aber bedenke, jetzt bei Klein Elf, du aber bedenke, welches davon mit dir vereinbar ist. Friede und Schuld. Das ist deine Wahl und sie ist frei. Wir können frei wählen, obwohl wir auf einer Ebene überhaupt nichts wählen können, weil wir gar nicht hier sind. Und doch haben wir hier die Freiheit, in Zeitraum uns zu erinnern oder nicht. Doch alles, was in ihr liegt, wird mit ihr kommen. Und was du zu sein glaubst, kann nie von ihr getrennt sein. Der Körper ist der große, scheinbare Verräter des Glaubens. Desillusionierung liegt in ihm und des Unglaubens Keim. Doch nur, wenn du ihm etwas abverlangst, was er nicht geben kann. Und wenn wir glauben, dass wir der Körper sind und wenn ich glaube, dass ich der Körper bin, dann muss ich an Schuld, Sünde glauben, sonst ist es unmöglich, dass ich mich im Geist als Körper getrennt wahrnehmen kann. Das sagt Jesus ja. Du kannst dich nicht als Körper wahrnehmen und dich nicht irgendwo die Schuld, die Idee von Schuld und Sünde haben, sonst könntest du das gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist aneinander gebunden. Ich kann mich nur als Körper wahrnehmen, wenn ich an die Trennung glaube. Und wenn ich an die Trennung glaube, habe ich Schuld-Sünde-Ideen. Und dann habe ich das alles eingeladen. Das ist ja, was Jesus immer wieder sagt, du kannst Illusion und Wahrheit nicht verbinden. Du kannst dich nicht komplett als unschuldig erfahren und immer noch glauben, du bist der Körper und die anderen sind anders. Das ist ja, wo wir so liebend korrigiert werden, berichtigt werden. Genau. Wenn du ihm etwas abverlangst, was er nicht geben kann, kann denn dein Fehler ein vernünftiger Grund für Depression, Desillusionierung und für einen Vergeltungsangriff auf das sein, wovon du denkst, es habe dich im Stich gelassen? Wenn wir von dem Körper irgendwas verlangen, und das ist das, was wir ja in der Ego-Welt ja auch haben, ewige Schönheit, kennt ihr? Ewiges Jugend. Wenn du von dem Körper irgendetwas verlangst, was er dir nicht geben kann, dann kann Depression, dann hast du das Gefühl, er hat dich im Stich gelassen. Und das ist natürlich absurd, all das zu glauben. Und dann wende deinen Irrtum nicht als Rechtfertigung für deinen Unglauben an.
Und dann glauben wir ganz schnell ja auch, Gott hat uns irgendwie, gibt uns irgendwas nicht oder hat uns nicht so lieb wie andere, die irgendwie scheinbar strahlend in deiner Wahrnehmung erscheinen und. Du hast nicht gesündigt, yay. Aber du hast dich in dem geirrt, was treu ist. Und die Berichtigung deines Fehlers wird dir Grund für den Glauben geben. Und dann erfahren wir ja, wenn wir glauben, wenn wir sagen, okay, Herr Jesus, ich will dir das glauben, was hier steht, was du hier sagst. Ich will meinen Glauben da reinsetzen in den heiligen Augenblick. Ich will meinen Glauben da reinsetzen, dass ich hier im Irrtum bin. Und dann erfahren wir das. Wir lehren dann das, was wir lernen wollen. Und dadurch glauben wir das, dadurch kommen wir in Gewissheit. Das ist ja damit gemeint, dass Jesus sagt, hey, lehrst du in jedem Augenblick das, was du lernen willst? Befreist du in jedem Augenblick alle aus deiner Wahrnehmung, so wie du frei sein willst? Das ist ja mit Geben und Empfang sind eins. Und die Anziehungskraft dieses Schmerzes, um uns die Trennung zu beweisen, um zu sagen, hey, wow, ich gehöre wirklich nicht dazu. Oder wir hatten das gestern Abend auch kurz, so diese Besonderheit, ich bin so besonders der unmögliche, unlösbare Fall für Gott. So, und das alles da, alles wirklich anzuerkennen, okay, wow, im Ego gibt es diese Anziehungskraft des Schmerzes. Das braucht das Ego. Das Ego braucht die Idee von Sünde. Und um die zu sein, die wir wirklich sind, brauchen wir in meiner Erfahrung in jedem Augenblick die Bereitschaft, uns berichtigt sein zu lassen, weil darin unsere größte Freude liegt, weil sind wir erinnert, okay, wow, ich bin das alles nicht. Ich bin wirklich frei. Und ich bin nicht der Körper. Ich kann in meinem Körper nicht den Wert finden. Unmöglich. Und auch keine Sicherheit. Das ist ja auch diese ganze Idee von Versicherung und Lebensversicherung. Und es gibt ja auch so Körperversicherungen. So, das ist ja die Ego-Idee. Ich bin wirklich getrennt und das ist mein Leben. Das ist mein Leben, solange ich in diesem Körper bin. Und das wird hier korrigiert. Das will berichtigt sein in unserer Wahrnehmung, damit wir wirklich angstfrei hier sind, um die zu sein, die wir sind. Und solange ich nach dem Körper greife, als in meiner Wahrnehmung, als meine Wirklichkeit, werde ich immer wieder in dem landen, dass ich leide. Und damit easy zu sein. Ah, okay, hey Jesus, Heiliger Geist, ah, ich leide gerade. Ich habe mich gerade geirrt. Und da bitte ich dich rein. Da will ich vergeben, da will ich mich von dir berichtigen lassen, wer ich gegenwärtig wirklich bin. Und da ist immer, ich meine, da ist ja eine immense Freude in dem, wer wir wirklich sind. Da sind wir frei. Da wollen wir nur lieben. Da ist der Körper wirklich einfach in Ausdehnung, darüber hinaus der Geist. Und damit wirklich ehrlich zu sein und liebend und echt urteilsfrei. Das habe ich auch mal wieder echt wirklich jeden Tag mir anzuerkennen, hey, das nicht zu be- und verurteilen, weil es gerade ein gegenwärtiger Augenblick von Heilung ist. Ich lasse den heilig sein. Ich frage nicht mehr das Ego, wie findest du hier gerade, wie ich mit Gott übe? Ich meine, was erwarte ich da, was da kommen wird? Super. Entweder eine Überhöhung. Super, du bist besser als wir alle anderen. Das hast du sehr gut gemacht. Oder eine Erniedrigung. Und im Heiligen Geist ist ja wirklich, was wir da gelesen haben, ist ja wirklich diese Ausdehnung. Für alle, da bin ich inspiriert. Da will ich das nur noch teilen, diese Erfahrung von wow,
ey, mir ist nie was geschehen. Und das kann ich hier ehrlich erfahren. Das ist ja revolutionär. Das will ich mit allen teilen. Da will ich der ganzen Welt sagen, dass wir alle unschuldig sind. Das ist ja das, was wir am Anfang gelesen haben. Das will ich mit allen teilen, dass alle erinnert sind, hey, es gibt ein ehrlich erfahrbaren inneres Sein, eine Wirklichkeit in uns, in der wir gegenwärtig in Gott sind. Und in dem wollen wir uns als Teil des Ganzen wiederfinden, weil darin einfach unser Sein ist. Und uns das klar zu machen, so dass wir in diesem Frieden schon sind und dass wir immer nur, diese gucken, welche Grenzen setze ich dem Ganzen. Und das erlöst sein zu lassen. Den Satz 7 nicht ganz. Achso, habe ich gar nicht gesehen. Den Satz 7? Welcher Satz 7? Das ist vor Andrea in dem, in dem Abschnitt 10. Ja. Er hat von sich aus, nee, der Körper wird genau als jenes Mittel erscheinen, mit dem du das Ziel erreichen kannst, das du ihm zuweist. Ja, genau. Das verstehe ich nicht so ganz. Also der Körper ist ja, was da ja auch steht, er ist ja Mittel und kein Zweck. Ich bin nicht der Körper. Ich kann den niemals wahr machen. Ich bin das nicht. Und nur der Geist kann das Ziel festsetzen. Und das ist entweder Friede oder Schuld. Der Körper ist ja neutral, der hat von sich aus keinen, der ist ja gar nicht da. Der Körper ist die Idee von, wow, ich bin getrennt. Zack, ich brauche irgendeine Form, um mich anders wahrzunehmen als wie dich. Ich gebe uns diese ganzen Formen hier in meinem Geist. Und der Körper wird dann genau als jenes Mittel erscheinen, mit dem du das Ziel erreichen kannst, das du ihm zuweist. Entweder weise ich dem das Ziel zu, beweise mir, dass die Welt wirklich ist, dann bin ich voller Schuld, dann sehe ich die Körper, dann sehe ich mich als angegriffen, ich nehme mich als bedroht wahr. Oder ich weise ihm zu, dass das Ziel Wahrheit ist. Und dann weiß ich, dass ich unterrichtet bin in jedem Augenblick, dass das gar nicht wirklich ist. Dann geschehen ja Wunder. Dann erfahre ich, dass ich geheilt bin. Dann ist das ja mehr und mehr gegeben. Weißt du, was ich meine? Warte mal eben. So, ich dachte. Ja, jetzt verstehe ich es besser. Das ist ja, das ist ja was, wo, wen frage ich? Wen frage ich in mir? Frage ich das Ego? Und das Ego sagt natürlich in Bezug auf dessen, hey, der muss lange erhalten bleiben. So, ne? Hauptsache, wir halten es lange im Körper aus, das ist Erfolg. Und Jesus sagt und der Heilige Geist sagt, hey, du bist nicht der Körper, du kannst jetzt komplett lebendig sein. Du wirst den sowieso irgendwann loslassen, es ist alles schon geschehen. Du musst dich hier um nichts ängstigen. Lebe jetzt, sei lebendig. Das ist ja das Ziel von Wahrheit. So, es ist dir alles gegeben. Lass das geschehen, vergib allen alles, damit du das wahrnehmen kannst. Dass wenn das Ziel Wahrheit ist, der Körper hier einfach seine Funktion erfüllen wird. Einfach seine Funktion erfüllen wird. Und so steht es ja auch. Und dann wird er irgendwann losgelassen. Und dann lässt du ihn los, weil wir erfahren, dass wir der wirklich nicht sind. Weil wir einfach mit dem Körper nicht mitgehen als Kind Gottes in diese Alterung so gesehen. Weil alles hier veränderlich ist, weil wir nichts schützen müssen, weil wir nichts halten müssen, weil wir gegenwärtig immer komplett, vollständig erfüllt gehalten in Gott sind.
Was für eine Liebe, oder? Was für eine Liebe, was für ein Segen, was für ein Danke. Und ich danke euch und echt, ich liebe euch, ich liebe uns alle, echt, dass wir uns so tief erinnern, oder? Was für ein Geschenk. Und Jesus sagt ja, hey, erinnere, es ist einfach. Das, was es dir schwer macht, ist, dass es persönlich ein bisschen beleidigend zwischendurch ist, nicht mehr recht haben zu können. Und irgendwann merken wir, ich will gar nicht recht haben. Ich will einfach gar nicht mehr recht haben. Danke. Muss ich denn hier jetzt?